Einen wunderschönen guten Morgen, Tag 10 aus Lohwarden. Das hier ist übrigens der Campingplatz, auf dem wir sind. Zelt steht vorne am Wasser. Ja, preislich dann jetzt doch wieder über 20 Euro für eine Nacht mit Zelt und Hund. Aber hab mir gestern auch sagen lassen von Philipp, der kam nämlich genau zur gleichen Zeit hier an, als ich hier ankam. Aus der Richtung, ich kam aus der Richtung. Wir kamen wirklich gleichzeitig an, sodass wir dann auch den Abend zusammen verbracht haben. Auf jeden Fall hat er mir gesagt, dass ich mich von den günstigen Campingplätzen verabschieden kann, wenn ich Richtung Küste weiterfahre. So, ich konnte jetzt hier heute auf jeden Fall mal Wäsche waschen, das hatte ich beim letzten Mal vergessen. Und wir sind hier auch nicht weit weg von der Stadt. Da waren wir gestern Abend auch noch, haben was gegessen. Das war sogar preislich okay und geschmacklich sogar gut. Aber dann, man kann ja auch die Menge auf winzig ändern. Ne? Also ich hatte irgendeinen Fisch und das war, weiß ich nicht, vielleicht eine Flosse von Fisch oder so. Aber war lecker. Und danach wollten wir noch ein Bier trinken. Das haben wir, glaube ich, ich weiß nicht wie oft wiederholt. Noch in der Bar gesessen, ein paar Einheimische hier aus Friesland kennengelernt, ein bisschen mit denen unterhalten. Ja, mal gucken. Also ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich gehe jetzt mal in eine Stadt, weil ich, das ist leider der Nachteil hier am Campingplatz, man kann hier nur bar bezahlen und ja, das Bargeld ist gerade alle. Holen wir jetzt mal neu. Ja, das ist hier so die direkte Umgebung. Danach kommt dann nochmal ein schöner Park und dann geht es in die Altstadt, die auch wirklich hübsch ist. Also die Stadt ist sehr, sehr, sehr hübsch, muss ich sagen. So das typische Holländische mit Grachten und alles ist irgendwie im Kreis. Ja, auf jeden Fall lädt das zum Verlaufen ein. Trotzdem haben wir gestern noch nach Hause gefunden, gemeinsam. Ja, das ist auch ganz witzig übrigens bei Philipp, der macht ziemlich genau, also was ziemlich ähnliches wie ich. Der war auch damals mit dem E-Bike mit Hund sogar unterwegs, vor einem Jahr oder bis vor einem Jahr. Ganz genau weiß ich es nicht. Ja, ist also wie zum Beispiel schon der dritte auf meiner Reise, den ich treffe, der ganz ähnlich unterwegs ist. Ja. Und da kann man sich natürlich immer schön austauschen. Das Tolle ist auch, dass er jetzt praktisch aus der Richtung kommt, in die ich gerade fahre. Und ja, mir halt auch noch ein paar Campingplätze oder überhaupt Orte, wo es ihm besonders gefallen hat, sagen kann. Ja, Wetter ist heute übrigens auch richtig knallermäßig. Ich glaube, ich kriege heute sogar mal die Solarzelle, also die Batterie voll. Ja, schon schön hier gerade. Kann man nicht anders sagen. Ja, einzige kleine Nachteil ist, also für mich ein großer, die haben hier halt so Kriegsspielzeug, Übungsanlagen. Mit irgendwelchen Düsenjägern ballern die halt rum. Also jetzt über Nacht war alles ruhig, gestern Abend habe ich auch nichts mitbekommen. Aber jetzt gerade eben gab es mal Flashback zum Frühstück. Bin ich ja kein Fan von. Alter, so viel Krach und der ist noch nicht mal in der Luft, ey. Was ist denn das für ein Versagerflugzeug? Ist ja horrormäßig, hier ist ja fürchterlich schreckliche Scheiße, Alter. Kriegsspielzeug, Alter. Sucht euch doch einen richtigen Job, Mann. Tut irgendwas Sinnvolles für die Welt und nicht so eine Kacke durch die Gegend fliegen. Spastis, ey. Naja, wenn man die Dinger halt mal in Action erlebt hat, dann findet man die eher ein bisschen mittel bis mäßig. Naja, das heißt eigentlich immer auch für mich, dass ich hatte überlegt, ob ich auf dem Campingplatz einfach einen Tag bleibe, mal wirklich jetzt hier das Wetter genieße und mal gar nichts mache heute. Aber jetzt mich hier von den Düsenjägern dauerbeschallen zu lassen und dann nur alle paar Stunden, das reicht mir halt, um den Tag zu versauen, brauche ich nicht. Deswegen geht es auf jeden Fall weiter. Wohin? Weiß ich noch nicht. Süden oder Westen ist die Option. Vielleicht wird Südwesten. Thank you.
glaube, wir haben unser Ziel gleich erreicht. Der Akku ist auch leer. Da ist das. Ist das die Nordsee? Ist das Eismeer? Das muss ich noch rausfinden. Hier stehen auf jeden Fall Schiffe. Hier scheint ein Hafen zu sein. Jetzt wird das Navi gleich rummotzen, dass ich falsch fahre. Das war aber Absicht. Umkehren auf Lyon-Villem. Ja, das mache ich jetzt auch. Mal kurz gucken. Wir fahren jetzt erstmal auf den Campingplatz. Der ist ein Kilometer in diese Richtung. 10 Metern geradeaus. Danach in 10 Metern umkehren auf Lyon-Villem. Das ist der Badestrand, von dem alle sprechen. Gucken, ob ich jetzt noch den Kilometer noch schaffe. Dieser Kreuzung leicht rechts auf Fahrradweg. Da komme ich schaffe ich noch. So, Supermärkte haben wir hier auch schon mal, falls wir die brauchen. Das nervt jetzt ein bisschen mit dem leeren Akku. 900 Meter. Aber ich glaube, die 900 Meter schaffe ich noch. Ja, sind wir wieder an der See. Das heißt, ab morgen oder wann auch immer es weitergeht, geht es dann erstmal Richtung Süden. Und das bedeutet halt auch, dass wir voll keine Rückenwind haben. Ich übrigens auch gerade habe. Ist immer schön, man hat nämlich gar keine Fahrgeräusche quasi, weil der Wind ja quasi mit einem sich bewegt. Ja, logisch, logisch. So, 600 Meters to go. Das ist auf jeden Fall ein großer Campingplatz. Naja, dann werden wir hier kurz halten. Gucken, ob wir da noch einen Platz kriegen. So, eingecheckt haben wir. Das hat geklappt. 24,70 Euro. Also ich muss mich wohl von meinem 15-Euro-Traum einfach verabschieden. Ah, und hier ist schon mein Schlafplatz. So, wie läuft das? Da ist die Sonne abends, das heißt, ich habe sie morgens da, wenn ich mich hier hinknalle. Ah, natürlich genau an der Straße. Ah, muss mal gucken. Habe ich da zumindest morgens ein bisschen Schatten? Das war ich nicht, ich schwöre, das war ich nicht. Ja, packen wir uns hier hin. Recht friedlich.